Ja, hallo Freunde der Spielkulturen, willkommen bei Pioneers of Pagonia. Ich bin noch nicht lange wach, aber ich dachte, ich setze mich heute Morgen noch hin und spiele ein bisschen die Demo-Version, die in der Presseversion, es ist eine Presseversion der Demo, ein bisschen erweitert wurde, nicht von den Gebäuden oder sonst irgendwas. Wir haben ein kleines Upgrade in Form von, wir können ein bisschen mehr Gebiet erforschen in der Version und wir können ein bisschen mehr Gebäude bauen, wobei mit Gebäude bauen ist gemeint, dass es gibt ein Cap von der Anzahl von Gebäuden, die du haben kannst, die du bauen kannst. Die ist wohl in der Demo-Version auf ca. 100 beschränkt, in der Presseversion auf 150, wobei da nicht so kleine Sachen wie Felder und sowas dazugehören, die gelten als ein Gebäude ab einer gewissen Zahl. Das hat zurzeit wahrscheinlich noch so ein paar Performance-Gründe, dass man die Leute nicht da so konfrontieren will mit irgendwelchen Problemen, die auftreten können, wenn man eine gewisse Größe zurzeit übersteigt. Aber wir sind ja noch lange vom Early Access weg, der im Dezember kommen wird. Die Demo beinhaltet auch 75% der Gebäude schon, die die Early Access Version dann haben wird. Und es sind teilweise noch nicht alle Grafiken verfügbar. Also und es sind keine generierten Karten drin. Es sind vorgebaute Karten, die man halt auf der Gamescom auch schon spielen konnte. Der ergiebige Wald, feuchtes Grasland oder trockenes Gestein. Wir werden einfach mal im ergiebigen Wald reingehen und da werden wir so eine Stunde drin rumsiedeln. Wer übrigens immer noch nicht weiß, was das ein Spiel ist, das ist ein Spiel von Volker Wertig. Den habe ich auch getroffen, bei Gamescom hatten wir schon ein bisschen gequatscht da vor Ort über sein Projekt hier, was eigentlich den Charme von Siedler einfangen soll, von früher. Was natürlich die Siedler von Ubisoft nicht geschafft hat, soll das jetzt alle Siedler-Fans beruhigen. Übrigens, es ist ein bisschen weiter als das, was ich auf der Gamescom gesehen habe, weil auf der Gamescom gab es noch einen Placeholder für das Landungsschiff der Pangonia. Ich werde übrigens immer wieder mal den Titel falsch sagen, weil irgendwie Pioneers of Pangoa, Pangea, Pangona. Der ballert bei mir nicht so in den Schädel rein. Mein Gott, es ist noch so früh. Hätte ich das mal lieber in der Nacht noch gemacht. Wir haben am Anfang 329 Pioniere und eine Belegung von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Ich überlege gerade, wo ich meinen Kopf hinlege. Rechts ist eigentlich sehr viele Infoscreens, links ist nur die Karte. Und die Karte ist jetzt nicht so relevant für euch. Das Interface ist übrigens auch noch nicht final. Das wird sich noch verändern mit der Zeit. Da kann man über das schöne Land gehen. Es sind auch noch so ein paar Bäume, die relativ ähnlich aussehen. Da gibt es aber auch dann auf der Release-Fassung unterschiedliche Baumtypen. Da siehst du nämlich hier, ist nämlich einmal Laubholz und Nadelholz und die Bäume sehen gleich aus. Das ist aber auch eine Info, die ich einfach noch weiß, als ich auf der Gamescom war und mit dem Volker geredet habe. Genauso ist die Verteilung der Geschlechter im Spiel noch nicht so richtig bei den Bewohnern. Da gibt es manche Berufe zurzeit nur mit einem Geschlecht, obwohl letztendlich in der Early Access Phase jeder Beruf mit zwei Geschlechtern besetzt sein soll und das halt variieren darf. Nicht nur darf, sondern auch soll. So, wir sehen übrigens, Interface ist auch nicht final, das ist halt noch so ein Placeholder, ein finales Interface wird kommen, also sag, denk nicht, dass das entweder das Interface, was im Early Access ist, das soll es nämlich nicht sein. Obwohl das hier auch sehr angenehm ist, du kannst nämlich Ressourcen dazu klicken und rausklicken, dann verändert sich das alles ein bisschen in der Aufteilung. Hab schon schlimmere Pre-Releases gesehen. Rechts sind so ein bisschen die Ziele, die uns langführen. Wir starten jetzt erstmal mit einem Pfad in das Land. Die typischen Sachen, die man aus Siedler kennt, wie so Grenzsteine, gibt es hier auch. Also du siehst ein Gebiet an und versuchst Ressourcen zu sammeln, die Leute ein bisschen zufriedenzustellen, gibt es jetzt auch, damit die Bevölkerung wächst. Und dann lass uns mal loslegen. So, wir setzen erstmal ein Sträßchen. Das hat mich übrigens damals so ein bisschen gewundert. Mit diesen Feldern. Das ist übrigens nur ein Indikator, was für Gebäude man in der Nähe setzen könnte. Es gibt nämlich 1er-Slots, 2er-Slots, 4er-Slots Gebäude. Das wird zurzeit an den Gebäuden nicht angezeigt. Aber es ist so ein kleiner Indikator, damit man halt die Wege richten kann. Und jeder Weg kann vorher geplant werden. Wird übrigens sofort gelegt. Es kommt dann keiner und muss planieren. Dann legen wir den mal hier so ein bisschen hoch. Und ich kann schon mal empfehlen, es ganz gut einen Zentralweg zu machen. Und dann Abzweigungen davon
Übrigens keine Sorge mit den Vierecken, die verschwinden, sobald man aus der Konstruktionsgeschichte rausgeht, sonst würde mich das nicht richtig stören. Und ich empfehle euch auch schon mal von vornherein, es ist standardmäßig nicht im Gameplay eingestellt, dass man die Karte bewegt mit der rechten Maustaste. Was ich besser finde, also dass man rechte Maustaste hält, um über die Karte zu gehen, anstatt irgendwie mit der linken Maustaste. Das wirkte auf mich immer ein bisschen, also ich bin glaube ich ein Spieler, der einfach mit der rechten Maustaste gerne die Karte bewegt. Ich weiß nicht, wann sich das bei mir eingetrichtert hat. So, als erstes sollen wir einen Entdeckerposten bauen. Da ist nicht so wichtig, wo der ist. Wir können mit Q und E die Gebäude drehen. Man kann aber auch einfach die linke Maustaste halten und das Gebäude schon so ein bisschen vorselektieren, wenn man an die Straße rangeht. Geht das direkt daran. Ansonsten, jedes Gebäude muss halt in der Nähe von der Straße positioniert werden. Wenn das nur ein weniger als ein Feld entfernt ist, circa, dann wird so ein kleiner Weg da gebaut, der dann automatisch mit der Straße verbindet. So, dann kommt hier mal der Entdeckerposten hin. Von wo wir aus halt Entdecker losschicken können in die Welt, weil es ist relativ viel zu entdecken, auch wenn man am Ende dann 120.000 Quadratmeter nur einnehmen kann. Und wir sollen zwei Wachtürme bauen und Wachtürme sind die Grenzerweiterer des Spiels. Die Soldaten, die da stationiert sind, die kriegen Grenzsteine geliefert und diese Grenzsteine werden dann genutzt, um die Grenze zu erweitern. Die gehen halt zur Ecke. Das kennt man auch noch aus einem der Siedlerteile, dass sie dann immer einen Grenzstein verlegen. Man muss die Grenzsteine dann auch hier produzieren. Dafür brauchen wir Stein. Ist ja hier oben auch direkt. Können also gleich auch zwei Steinbrüche bauen. Aber auch wichtig ist natürlich Holzproduktion am Anfang, weil es ja auch unterschiedliche Holztypen gibt. Dafür legen wir erstmal eine kleine Strecke hier runter zum Wald und werden direkt zwei Holzfäller positionieren. Jetzt kommen übrigens schon die kleinen Arbeiter, bringen die Materialien hoch und das Gebäude wird aufgebaut. Am Anfang haben wir 40 Baustellenträger, die halt nur Materialien zur Baustelle bringen, Planer und Zimmerer. Es gibt übrigens noch keinen Geschwindigkeitsbeschleuniger. Also es gibt keine Taste, habe ich entdeckt, die in irgendeiner Form die Geschwindigkeit vorantreibt. Wobei ich da trotzdem das Gefühl habe, es hat vom Gameplay-Tempo her fast die perfekte Zeit. Also man wartet jetzt nicht unendlich lange, weil die Siedler, die Pangonia, Pangerianer, whoever, wirklich effizient sind beim Verteilen der Ressourcen. Wobei man zurzeit noch eine Problematik hat. Und zwar, sie suchen immer den kürzesten Weg. Normalerweise soll es so sein später, dass sie nicht nur den kürzesten Weg nehmen, sondern dass sie auch Staus beachten. Dass wenn jetzt eine Strecke zugestaut ist, dass sie dann versuchen, eine andere Strecke zu gehen, auch wenn die ein Stück länger ist. Also nicht kürzester Weg Navigation, sondern schnellster Weg gehen. Das ist jetzt zurzeit, muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles an die Hauptstraße quetscht. Weil sonst kann sich der Verkehr halt nicht aufteilen. Und die können halt nicht durcheinander gehen, außer die liefern was ab und sind dann schon am Ziel angekommen. Da sehen wir übrigens unsere drei Entdecker. Können jetzt als Auftrag hier einen Fokuspunkt setzen in irgendeine Richtung. Und dann gehen die da in die Richtung und decken das Gebiet bis dahin auf. Na kommt, bewegt euch. Ich weiß, ihr wollt es auch. Achso, die haben noch kein Rationspaket. Das Aufdecken kostet nämlich Rationen. Weil ist ja auch gefährlich in der Wildnis. Man muss ja auch zwischendurch mal was essen. Und wir brauchen noch einen zweiten Wachturm. Ich habe mit Volker auch darüber geredet, was man sich so vorstellt, ob es später sowas auch wie Eselkarren geben soll, die halt die Geschwindigkeit erhöhen können von den Straßen. Man meinte, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wieder Eselkarren einzuführen und sowas in die Richtung. Aber es ist halt noch nicht für Early Access sowas geplant. Es soll wohl erstmal die Möglichkeit geben, dass Straßen geschottert werden können und dadurch die Leute sich ein bisschen schneller darauf bewegen können.
Dann, aber das ist in der Demo auch noch nicht in so einer Form implementiert. Es gibt zwar schon einen, der zum Beispiel, also in der Produktion, wenn ich mich recht entsinne gerade, Abenteuergilde, Rüstungsschmied, Waffenschmied, was in die Richtung ging. Also Zement gibt es später. Ich finde es nur gerade nicht. Münzprägerei, Weberei, hier ist die Lederwerkstatt, die es noch nicht gibt. Den Holzfäller, da sehen wir auch den Einflussbereich, wo der abholzt. Die sind übrigens alle sehr groß. Das ist zum Beispiel auch beim Wächterturm zu sehen. Die haben sowas wie Effizienzkreise. Also in dem ersten Kreis, da können die super effizient arbeiten, dann geht es halt immer weiter und die haben halt einen richtig großen Kreis. Das sieht man auf dem Radar, was ich gerade verdecke. Ja, wie weit das halt hier nach außen geht und bis dahin werden die das Gebiet erweitern. Die 10 Soldaten, die hier stationiert sind, solange die ihren Grenzstein auch bekommen. Das heißt, die Soldaten noch nicht da, die kommen gerade. Wenn wir ein Gebäude anklicken, sehen wir alle Lieferungen, die werden so hervorgehoben. Und wir sehen auch ganz genau, welche Arbeiter dahin gerade unterwegs sind oder wo die Arbeiter des Gebäudes auch gerade sind. Die machen auch Patrouillen. In der Demo gibt es übrigens noch keine Feinde. Das ist alles noch in der Mache. Weil es soll ja auf der Karte neutrale Fraktionen geben. Die wollen dann, dass wir den Aufträgen erfüllen. Es soll den einen oder anderen Feind auch geben. Weil sonst macht ja gar keinen Sinn, so viele unterschiedliche Soldaten zu haben. Und die Hexen und die Zauberer hier unten. Da unten ist der Lagerbestand übrigens für Grenzsteine, die werden gerade angeliefert. Und dann müsste jetzt schon, genau, da ist einer der Soldaten, der geht jetzt an die Grenze und sagt mal einfach, ach, hier ist ja noch keiner. Da können wir auch die Grenzsteine ein bisschen verschieben. Ne, wir haben gerade auch wieder Erdbeben. Da kann schon mal so ein Grenzstein nach vorne fallen, nach vorne kippen und jemand anderen Gebiet wegnehmen. Es ist nicht so wie früher, dass die einzelnen Grenzsteine immer wieder so stacken. Ich sage immer wie früher, also wie man es aus manchen Siegdateien kennt. Ne? Da gab es ja auch den Grenzsteinsetzer. Der hat dann, sage ich mal, die Grenzsteine immer ein Stück weiter versetzt. Hier ist es immer ein ganz kleines Gebiet, was erschlossen wird. Geht um den Wachturm natürlich sehr schnell. Ein bisschen weiter weg dauert das Ganze ein bisschen länger. So, damit die Grenzsteine jetzt nicht ausgehen, brauchen wir natürlich Steinbrüche. Im Moment gibt es nur oberirdische Ressourcen, das betrifft alles. Also Stein, Kalkstein, natürlich Holz, ist klar, dass es oberirdisch ist. Alle Nahrungsmittelarten. Was wichtig ist, der Bergbau ist alles Obertage. Deshalb ist es nämlich alle hier Kupfertagebau, Kohletagebau, Eisentagebau, Silbertagebau. Jetzt müssen wir gerade gucken, genau, hier ist zum Beispiel Kohle oberirdisch. Dann kommen die halt auch raus und bearbeiten dann die Kohle. Wir müssen jetzt auch noch mal eben ein Sägewerk setzen. Ich muss es so setzen, dass ich einen Dreier habe. Auf der Seite, ich sag einfach mal südlich. Ich brauche die Steinmetze, die normalen Steine in Grenzsteine und in Werkstein verarbeiten. Also in Stein, den wir für den Aufbau von Gebäuden nutzen können. Man könnte jetzt auch schon Förster setzen, aber ich finde diesen Wald hier unten für Förster eigentlich ein bisschen doof. Da setze ich lieber andere Sachen später hin. Deshalb lasse ich den komplett abholzen. Und dafür habe ich hier eine Option, dass alle Bäume gefällt werden. Und nicht nur die ausgewachsenen, obwohl, sagen wir zurzeit nur die ausgewachsenen. Weil wir haben hier noch so ein paar kleine Bäume dazwischen. Dann haben wir die nicht so schnell abgeholzt. So eine Jagdhütte will er von mir. Die Jagdhütte kommt aber hier oben an den Wald dran. Weil der ist ein bisschen größer als der Wald unten und hier gibt es sogar Pilze vorne.
die ich mit einer Sammlerhütte erschließen kann. Sehen wir auch wieder ganz hervorgehoben, alles sehr schön. Wenn ihr die Demo heute spielen werdet, die ist nämlich ab heute auch dann verfügbar. Eine genaue Uhrzeit kann ich euch da leider nicht sagen. So, was willst du sagen, Imperator? Kann ich euch schon mal sagen, der Wald ist halt einfach zu klein für den ganzen Kram. Jetzt haben wir schon ein bisschen Rückstau. Weil wir so viele Gebäude auf einmal bauen. Auch ganz schön, dass du wirklich alle Waren sehen kannst. Ne? Du siehst auf dem Schiff halt, was alles noch hier gelagert ist. Da kommen die Leutchen raus, heben das hoch und bringen das rüber. Was noch ein bisschen schade ist, dass verfügbarer Platz im Wohnraum noch coming soon ist, genauso bei Bevölkerung. Man kann Bevölkerung wachsen lassen, also man lässt die essen. Das war ja eine Vermutung, die ich damals hatte, als die das erste Gameplay gezeigt hatten, dass man jetzt Bedürfnisse befriedigt. Und eigentlich befriedigst du entweder mit einem Genussmittel, motivierst du die Leute dazu, oh, es gibt was zu essen, wir können ja jetzt anfangen zu poppen. Dann kommen halt neue Kinder mit der Zeit aus Wohngebäuden. Das funktioniert, aber es gibt halt keine Information darüber, wie viele Neugeborene pro Minute kommen. Genauso gibt es auch noch keine Qualität der Genussmahlzeiten. Für verfügbarer Platz in Wohnhäusern ist halt hier oben auch noch nicht berechnet. Ganz nett ist hier noch, man kann zuschalten. Dafür muss man aber einmal alle ausblenden, wie viele der unterschiedlichen Baustellenträger zum Beispiel zurzeit verfügbar sind. Also nur 5 Baustellenträger bringen zurzeit Materialien irgendwo hin. Die Planierer, da sind 7 arbeitslos und die von den Zimmerern sind 2 verfügbar nur noch, weil die schon alle an den Baustellen auf ihre Materialien warten. Natürlich alle Gebäude haben schöne kleine Animationen. Wie man das halt auch so erwartet von einem Siedlerkonkurrent. Beziehungsweise die Siedler sind ja tot, lang lebe die Pangonia. Man muss eigentlich die Ziele nicht verfolgen, theoretisch, aber es ist halt ein ganz schöner Indikator, in welche Richtung man sich bewegen muss als nächstes. Ich kann auch schon sagen, dass die Demo circa 2 bis 3 Stunden geht, bis man, sag ich mal, die Grenze erreicht. Ich weiß nicht, ob es damit ist die Presseversion gemeint oder die Demo-Version. Zeitlimit gibt es nicht, aber irgendwann erreichst du halt diese 60.000 Quadratmeter oder 80.000 Quadratmeter in der Demo-Version. Ich habe leider 2 Werte dazu gefunden. Und in der Presseversion ist das halt alles ein bisschen größer. Du kannst halt ein bisschen weiter noch in die Insel reinsiedeln. Wobei ich wirklich sagen muss, ich habe es ja auch schon privat gespielt. Zurzeit, es fehlt halt einfach wirklich diese generelle Herausforderung, dass es andere Fraktionen gibt, dass es Feinde gibt, aber es soll ja alles im Early Access drin sein. Das ist wirklich nur so ein kleiner Indikator jetzt, was kommen wird, wo man aber immer noch so ein bisschen, ja, das ist schon alles ganz schön, aber es wäre ja auch ganz toll, wenn das und das jetzt schon drin wäre, aber man hofft einfach auf das Beste. Es fragen auch viele wegen auf der Gamescom wegen Multiplayer. Multiplayer soll wohl koop-orientiert funktionieren. Also eher Siedeln um die Wette als Siedeln gegeneinander. Ich mach keine Markenprobleme. Aber bitte ohne Gewehr gerade meine ganzen Aussagen. Gamescom ist wieder ein bisschen her. Ich habe gerade nicht alles im Kopf, was wir da beredet hatten. Beziehungsweise was ich da gehört habe. Ich habe einmal am öffentlichen Stand einen Entwickler zugequatscht und auch mal mit Volker halt im Pressetermin gesprochen. Und da kam halt sehr viel Information und das hat alles schon wieder so ein bisschen was her. Ah ja, ich habe eine Sache vergessen, die auch noch wichtig ist, das Baustellencamp. Da müssen die Arbeiter von uns nicht immer das vom Boot auslaufen. Sondern laufen dann ausgehend von diesem Arbeiter-Baustellencamp los.
Was mich gewundert hat, ist übrigens bei Nahrung, es gibt keinen Fischer. So viel Wasser, man darf keinen Fisch sammeln. Da sehen wir auch immer, wie viel Stein gerade geliefert wird. Beziehungsweise reserviert ist. Plus 11. Hier haben wir plus 12. Dann siehst du hier wieder hervorgehoben, die Leute gerade für diese Städte arbeiten oder Sachen transportieren. Wir können zum Beispiel sehen, dass hier ganz viele Steine aus dem Schiff geliefert werden dafür und gar nicht aus unserer eigenen Produktion kommen. Oh, ich habe mir die Nase heute viermal geputzt, trotzdem nasal. Zweites Sägewerk. Keiner ist übrigens gezwungen, so zu bauen wie ich. Aber ich bin halt eher, ich versuche halt schon Effizienzbauten zu machen. Ah ja, für unseren Decker brauchen wir ja immer wieder Proviant. Dann wollen wir den Proviantmacher haben, der, mal ganz kurz gucken, wo der nochmal war. Da. Der bindet halt diese kleinen Päckchen. Kriegen wir den hier noch hin? Nee. Aus unterschiedlichen Lebensmitteln, damit die halt auf Entdeckertour gehen können. Ich sehe übrigens auch gerade, dass die ihr Ziel erreicht haben, was sie so entdecken sollten für mich. Dann kann ich nämlich ein neues Ziel setzen. Da hoffe ich, dass im Original hat vielleicht das nicht als Befehl vom Gebäude auskommt, sondern dass es eine Menüführung gibt für Befehle. Jedenfalls für so ein paar Grundbefehle, ne? Dass du halt sagst, okay, ich möchte jetzt das hier entdecken oder so. Und du machst das halt einfach über einen Hotkey oder über ein HUD-Element. Vor allem bei Entdecker, also du willst ja nicht 8000 Entdeckerstationen haben. Du musst dann immer wieder das Entdeckergebäude suchen. Naja, drei Wohnhäuser bauen, da kann ich euch auch schon mal einen Tipp geben. Das sollte in der Nähe sein, wo ihr eure zukünftige Taverne baut. Weil, wie ich erwähnt habe, die wollen ja alle was essen. Meine Taverne wird irgendwo hier sein später. Meine Taverne braucht halt Essenstische, Marktplatz und die Taverne itself. Ah ja, Gildenhaus brauche ich jetzt auch noch. Im Gildenhaus werden neue, neue Leute rekrutiert. Je nach Beruf. Steinbruch, Steinmetz. Weil ich wundere euch gerade, dass wir nicht sowas haben wie ein Lager. Die Eingangs- und Ausgangsbereiche von Produktionsgebäuden sind relativ hoch, also groß. Ich glaube, die basieren immer noch, Lagerbestand sind 15 bei fast allem, was ich gesehen hatte. Von diesen Häufchen. Weshalb man lange auch auskommt, ohne dass man irgendein Lager gebaut hat. Vor allem, weil man halt für diese kleinen Lager, die man bauen kann und die man dann definiert, was da gelagert werden kann, immer halt eine Ressource, braucht man halt Stoff. Und dafür brauche ich auch später eine Weberei. Dafür muss ich Flachs haben. Flachs ist auch hier irgendwo auf der Insel. Ich glaube, ich kann es noch nicht sehen. Da muss man natürlich erstmal hinkommen.
Den setze ich nur, damit er hier diese paar Bäume abholzt. Na, kann ich den wieder einreißen. Weil ich will da ja Kahlschlag. Ganz kurz, weil er will ja einen weiteren Steinmetz haben. Ich habe ein bisschen zu eng gebaut. Straßen legen sich auch schon ganz gut. Kann man sich echt nicht beschweren. Das Grundkonzept funktioniert super. Oben links können wir übrigens sehen, wie viel eingenommenes Gebiet. 25.000 Quadratmeter. Und genau, das ist nämlich genau die Limitierung. Am Ende sind 60.000 oder 80.000 bei dem, habe ich ja schon erwähnt, und 120.000 bei unserer Presseversion hier. Genau, da wäre die Weberei, da machst du aus Flachs oder Silberbarren Seilstoffrobe und silberverstärkte Robe. Wobei silberverstärkte Robe hat was mit Zauberei, glaube ich, zu tun, und Zauberei gibt es aber nicht. Handelspost und Handelslager gibt es auch noch nicht. Vor allem überlebe ich gerade. Achso, die Sammlerhütte sammelt den Flachs ein. Alles klar. Die anderen Naturprodukte dazu schreiben. Deshalb, selbst wenn du alles dazu klickst, glaube ich, ja doch, ne, da geht er auf eine vierte Ebene. Bei Waffen brauchen wir es aber nicht, weil wir zu vielen Sachen gar nicht hinkommen. Selbst wenn das drei Reihen groß ist, wollte ich nur zeigen, ist das immer noch ein ganz angenehmes Interface. Kann man sich nicht beschweren für die Demo. Naja, hier war die Zementherstellung mit einer Steinmühle. Wir machen aus Stein Schotter und aus Kalkstein Zement. Schotter und Zement sind Baumaterialien. Holzwerkstatt. Da kann man nämlich dann manuell Befehl geben, zum Beispiel 10 Holzsperre herzustellen mit Laubholzbrettlatten. Ne, Holzbrettern, was erzähle ich denn da? Da kann ich schon mal 10 in eine reingeben, weil die Holzsperre brauchst du für die Standardwachen. Wovon 10 Stück halt in so einem Wachturm drin sind. Ich kann euch übrigens nicht sagen, über Stärken und Schwächen unterschiedliche Einheiten, weil dafür weiß man einfach noch zu wenig. Es sind noch keine Infos drin, jetzt haben wir einen Rückstau. Wenn man noch ganz viel aus dem Schiff ausgelagert wird.
Machen wir eine Aufteilungskreuzung. So, bei Werkstein sind 8 Träger reserviert. Grenzsteine sind auch durchreserviert. Weil die gehen alle sofort zur Grenzerweiterung. Ach, diese Ruhe und Entspannung. Arcana Akademie bildet mystische Einheiten aus. Abenteuergilde, Kunstschmiede. Verbessert Ausrüstung mit Edelstein. Die verbesserte Ausrüstung wird an die Abenteuergilde und die Arcana Akademie geliefert. Ich kann wenigstens 2 Lager machen für das Holz, was im Sägewerk produziert wird, damit hier das Endlager, also der Output, nicht die ganze Zeit überfüllt ist. Schon mal. Dasselbe hier für die Wetzsteine. Werksteine, so. Du bist auch Feuerholz, was immer eingesammelt wird aus den Wäldern. Was wir benötigen fürs Essen kochen. Oder hier beim Proviantmacher wird halt auch Feuerholz benötigt. Ja, so schnell vergehen die ersten 30 Minuten. Tische müssen übrigens noch verbunden werden mit der Straße. Ich denke, da werden die vielleicht doch noch ein bisschen einen anderen Weg gehen in Zukunft. Dass Tische halt in einem Radius sein müssen von der Taverne, aber nicht verbunden werden müssen. Aber so ein paar Dinge gibt es noch. Anders ist es bei Feldern, steht nämlich, die brauchen keine Straßenverbindung, auch wenn die eine Connection haben zur Straße hin. Was wahrscheinlich nur optischer Natur ist, um zu sehen, wo halt die Front theoretisch ist vom Feld. Kann ich übrigens auch schon mal was vorwegnehmen. Ich werde nämlich auf jeden Fall einen Marktbrunnen brauchen. Und Marktstände. 6 Stück. Von da holt die Taverne nämlich dann ihr Essen ab. Hasenfleisch wird es ja nicht so viel geben. Eigentlich ist das Überwiegende, was wir jagen, Rehfleisch, und diese Steinpilze sammeln wir ein. Aus dem naheliegenden Wald. Und die anderen Stände können wir erstmal auf leer stellen.
So. Das ist schon alles schon so, wie ich gewollt, also will. Da ist die Militärakademie. Können gern schon hier einen neuen Wachturm bauen. Damit das Einnehmen vom Land da oben ein bisschen schneller geht in die Richtung. Man kann Wachtürme natürlich auch einreißen, um das Personal freizukriegen, und dann wird es an den äußeren Wachturm geschickt. Ich würde natürlich gerne die Wachtürme auch besetzen. So, in der Holzwerkstatt hat er schon 5 Speere produziert. Da liegen die auch rum. Warten wir noch ein bisschen. Das wird mein Wald, wo ich dann durchgehend Holz produzieren will. Dann kommen da 2 Forsthütten rein, da kommen dann 3 Holzfäller rein oder 4. Und da kommt dann das ganze Holz her für unsere Sägewerke. In Zukunft. Hier sind unsere Lager inzwischen fertig. Die werden jetzt gefüllt. Vor allem kriege ich dann das Entladen vom Schiff so ein bisschen weg. Wobei wir haben hier nicht mehr so viele Güter drin. Ein bisschen Stoff, ein bisschen Laubholzstämme. Die werden dann, müssen eigentlich auch nach und nach dann in die Sägewerke gebracht werden. Hier können wir jetzt langsam sagen, bitte holzt alles ab. So, währenddessen hat unser Bewohnergebezirk nimmt langsam ein bisschen Form an. Die Taverne wird gerade hochgezogen, die Marktstände stehen auch schon. Je nachdem, was für eine Ware du anbietest, verändert sich so dieser, verändert sich die Pavillonfarbe. Steinpilze und Rehfleisch wird auch schon angeliefert. Der Marktbrunnen ist auch schon da. Der Trinkwasser zur Genussmahlzeiten zur Verfügung stellt. Und da sehen wir auch den Einflussbereich der Taverne schon. In dem Bereich beliefert die an die Essenstische, wo die Leute Genussmahlzeiten und Stärkungsmahlzeiten zu sich nehmen können. Und ich kann euch nicht mal sagen, was der Unterschied ist zwischen diesen Mahlzeiten, weil es keine Informationen dazu gibt im Spiel direkt. Und wenn ich das auf der Gamescom gehört habe, mal kurz, weiß ich es nicht. Aber ich glaube, Genussmahlzeiten ist für die Reproduktion der Leute. Dann kriegen die hier Punkte auf nächstes Neugeborene. Das ist zurzeit 0 von 20. Und bei 20 wird dann ein Neugeborenes erzeugt, was dann irgendwann erwachsen ist und zu der Gesamtbevölkerung dazu gezählt wird. Wer sich vielleicht noch an alte Siedlerteile erinnert, ist das mit Bevölkerung so gewesen, du baust halt ein Haus, das spuckt dann einfach die Bevölkerung raus nach und nach. Aber ist hier nicht.
Ich muss mal eben kurz gucken. Wir hat nämlich jemand Wichtiges geschrieben gehabt gerade im Discord, aber es war dann doch nicht so wichtig. Ja, da wird das Essen geliefert. Bin natürlich auch hier in die Verkaufsstände reingebracht. Und wie gesagt, es kommt kein Bewohner und holt das Essen. Es ist einfach ein Lager für die Taverne. Also man hätte auch sagen können, Essen wird in die Taverne geliefert und da wird das Essen produziert. Aber die fanden es wohl schöner, dass man halt diese Marktstände baut, damit man so ein bisschen mehr Wusel und Getreibe so ein bisschen mehr Gewusel hat vor der Taverne. Hier setzt schon die ersten Leute hin, die was zu essen wollen. Und da kommen Leute dann, beziehungsweise die Köche, kommen dann mit den Körben hier runter, sammeln ihre Zutaten ein für ihre Gerichte und auch Wasser, was sie halt für ihr Gericht brauchen. Deshalb habe ich den Marktbrunnen direkt an den Ständen hier gebaut für Wegoptimierung. Dann gehen die zurück, machen daraus Essen und verteilen das dann an den Tischen. Und wenn jetzt schon irgendjemand was gegessen hätte, hätten wir hier schon nächstes Neugeborene stehen. So, wir haben 10 Holzspeere auf Lager, dann können wir auch 10 Wachen produzieren. Damit unser Wachturm hier oben besetzt wird. Ja, es gibt so ein paar Fähnchen, die anzeigen, wenn zum Beispiel hier eine weiße Fahne ist, wir produzieren zurzeit nichts in der Holzwerkstatt. Wir können direkt schon mal nochmal 10 Holz spielen. Man kann auch auf unendlich stellen, aber da bin ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig, wenn so ein Gebäude durchgehend Materialien zieht, um irgendein Werkzeug zu produzieren, weil es gibt halt viele Werkzeuge. Da mache ich das lieber je nach Bedarf. So, jetzt sind wir hier schon bei Bevölkerung erhöhen, Wachtürme besetzen bei Expansion und Forsthütte bauen. Ist immer noch ein Fall, da hat sich auch die Grenze hier wieder ein bisschen verschoben. Ich denke, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, damit mal anzufangen. Dafür ist auch die rote Fahne und sie zeigt uns an, dass da keine Verbindung ist. Sollten alles Steinpilze sein, die der hier sammelt und keine Himbeeren. Ach ja, habe ich fast wieder vergessen. Förster brauchen Wasser. Wo bist du? Ja, bin ich bestimmt schon vorbeigeklickt. Da. Der Brunnen, der ganz klein ist, aber irgendwie ganz viel Platz braucht. Nämlich mehr Platz als der Marktbrunnen. Ich hoffe, ihr habt die Förster jetzt nicht zu früh gebaut, weil die spucken schon sehr viele neue Bäume aus. Man kennt es halt einfach.
So, da können wir Gebäude pausieren mal angehen, weil sonst erntet der hier oben den Nadelholz ab. Den Nadelholzwald ab. Und das will ich ja gar nicht. Hier sind Kohle und Kupfer. Bevor ihr irritiert seid, Kupfer kann direkt an den Werkzeugmacher geliefert werden. Und wird vor Ort verarbeitet. Es gibt noch keine Schmelze für Kupferbarren. Da habe ich mich nämlich irritieren lassen. Das ist nämlich Eisenerz, Kohle und Silbererz hier. Und der Werkzeugmacher selbst, der Werkzeugschmied, der kann nämlich Kupfer direkt verarbeiten vor Ort. Irgendwie habe ich gedacht, ich hätte schon eine Werkzeugspiele gemacht, aber ich habe mich wohl getäuscht. Jetzt werden Fokuspunkt mal ein bisschen rüber. Ja, da sind die ersten Mahlzeiten. Yeah, das sieht sehr vegetarisch aus. Jetzt kriegen wir hier die Punkte für Neugeborene. Es müsste auch langsam die Bevölkerung wachsen an der oberen Ecke. Witzig, durch die Fenster siehst du, dass die Gebäude von innen natürlich absolut leer sind. Da steht in der Mitte einfach eine Person. Ist ja nicht schlimm. Ich weiß nicht, dass in dem Wohnhaus was drin ist. Ich glaube, das ist die eine Person, die dann darauf wartet, zwischendurch mal essen zu gehen. Damit man halt ein Neugeborenes generieren kann. So, Expansion sind wir jetzt schon bei der Herausforderung, das Gebiet zu erweitern. Um 30.000 Quadratmeter ist nämlich das Ziel abgeschlossen. Der Brunnen für die Forsthütte wird auch gebaut. Hier können wir schon die nächsten 10 Speerkämpfer angeben, dass sie trainiert werden. Da kommen auch wirklich die Leute. Blub. Bin jetzt ein Speerkämpfer. Übrigens, sie benutzen eine eigene Engine, ne? Wer sich so fragt, auf welcher Engine basiert das denn? Die haben sich wohl damals angeguckt, was die alle Engines so können. Und dabei ist aufgefallen, ne, das ist uns zu wenig. Performance-technisch. Das ist nicht der Wuselfaktor, den wir wollen. Und, man experimentiert zurzeit noch damit, wie viel Wuselfaktor jetzt eigentlich möglich ist von der Performance her. Aber es wird am Ende schon groß. Ich habe jetzt eine Zahl im Kopf, dass irgendwas mit 10.000 gesagt wurde, aber ich bin mir da nicht sicher. Kann auch sein, dass das überhaupt nicht richtig ist gerade. Aber es wird viel Wuselmöglichkeiten geben. Ne, 10.000. Ich weiß nicht, wo die Zahl in meinem Kopf herkommt. Das waren definitiv weniger. Bevor der Völker hier irgendwo mal reinguckt oder einer vom Entwicklerteam und sich das Video anschaut von mir und dann denkt, oh mein Gott, der hat 10.000 gesagt. Das war, weiß ich nicht, aber ein paar Tausend werden sie wohl hinkriegen in der Engine. Was wahrscheinlich bei der Kartengröße und alles schon passend ist. Weil guck mal, selbst mit 354 Leuten zurzeit hast du schon einen sehr hohen Wuselfaktor. Balthasar, mein liebster Hund, wo willst du hin?
Er wartet schon auf mich, dass wir spazieren gehen. Das werden wir jetzt gleich auch tun. Natürlich noch so Sachen wie Gemüsefarmen herstellen und so relevant. Der Gag ist einfach, jetzt habe ich, ich wollte eigentlich so ein bisschen zeigen und dann sagen, okay, jetzt gehen wir mal in meinen etwas weiteren Spielstand und ich habe, dadurch, dass ich jetzt sehr planmäßig gebaut habe, bin ich eigentlich fast auf demselben Stand wie in den anderen Spielstand. In noch einem Spielstand habe ich dann mit Farmen so ein bisschen rumexperimentiert, recht früh. Um das mal anzugucken. Das können wir jetzt eigentlich noch machen. Nicht nur eigentlich, das werden wir jetzt noch eben machen. Die Gemüsefarm hat nämlich auch ein Areal, was sie beackert. Kann natürlich nicht auf Sand gebaut werden. Ach, jetzt weiß ich, warum es das gibt. Mit der Ecke. Weil du natürlich irgendwie den Zugang gewähren musst. Und dann kannst du natürlich daneben nicht direkt ein Gebäude bauen. So. Das wären dann 15 Felder in der Nähe. Wahrscheinlich genau die Menge, die die bewirten können. Was irgendwie auch noch so ein bisschen wuselig sei schon. Du musst die halt manuell jeden einzelnen hier dann angeben. Okay, Kohl, 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 Kohl. Was für mich noch ein bisschen viele Klicks sind, ne? Klar, danach ist die Sache gegessen. Mit dem Selektieren, was hier gebaut wird. Aber schon irgendwie so vom Prozess her ein bisschen lästig, finde ich. So, die brauchen auch Wasser. Deshalb benötige ich hier auch einen Brunnen in der Nähe. Ja. Das ist es eigentlich. Wunderschön. Also sehr hübsch. So ein kleines Team. Muss ich sagen. Ich muss sagen, was man dem letzten Siedlerteil nicht absprechen kann, ist, dass das grafische Gerüst und das Element der Grafik wunderschön war. Also da kann man nichts sagen. Also die Animationen, Gebäude und so weiter, die waren alle wirklich on top. Da haben wir hier so ein bisschen, ist es halt ein bisschen schlechter, ist jetzt nicht schlimm, alles gut, sieht trotzdem alles sehr stimmig aus und alles sehr süß, aber es ist halt noch so viel Potenzial, was wir uns noch angucken müssen, was noch kommen muss, was noch fehlt. Ich weiß, die Ambitionen sind groß beim Volker und dass da ganz viel noch kommen wird und geplant ist. Auch nach dem Early Access wird ja noch wirklich ganz viel Feedback eingeholt und geschaut, was man machen kann.
auch immer mit dem Thema der Kampagne, die es ja nicht geben wird zum Early Access Start, weil das Grundgerüst ja noch gar nicht steht. Das ist natürlich total logisch zu sagen, so wie man das auch kennt von anderen Early Access Titeln, sowas wie eine Kampagne kommt eigentlich immer zum Schluss, wenn alles vom Hauptsystem steht. So, wir sehen übrigens gerade, dass für die Holzfällerhütte gar keine Werkzeuge da sind. Brauchen wir mal ein paar Äxte noch. Und da muss man halt gucken. Weil so fehlt einfach noch so ein bisschen das Langfristige im Spiel. Was nicht schlimm ist, es ist eine erste Preview, es ist sehr nett. Ups. Die Kamera ist irgendwie auch nicht richtig eingestellt heute. Es ist sehr nett, dass das jetzt schon spielbar ist für viele Leute. Es ist die Demo vom Steam Next Fest her. Ab heute und jeder kann mal wuseln und sich das anschauen. Ich denke, es wird viele Fans gewinnen und sagen, boah, das ist das, was ich mir gewünscht habe, so vom Grundprinzip her. Aber ihr wisst, ich bin da eher so ein bisschen kritisch immer unterwegs und bin einfach mal gespannt, wo die Reise hingeht in Zukunft. Wobei die Bewohner sich wirklich besser verhalten bei dem letzten als beim letzten Siedler. Es gibt zwar hier auch Staus, aber nicht so Staus, die wirklich eine Komplettblockade sind. Es dauert halt dann nur mal ein bisschen länger, ne? Selbst Kreuzungen funktionieren ja ganz gut, weil die die Lücken nutzen, ne? Das ist ja auch schon eine Sache, das konnte das letzte Siedler von Ubisoft nicht. Da haben sie verkackt bei Kreuzungen, obwohl ich hier glaube, die Tricks ein bisschen. Es sieht so aus, wenn die die Lücke nutzen, aber in Wahrheit gehen die halt dann doch durcheinander. Ah ne, doch, da hat sie sich kurz geblockt. Also nehme ich zurück. Es funktioniert wirklich, dass sie dann durch die Lücke gehen und dadurch halt kein Kreuzungsstau entsteht. Perfekto. So, Ladies, in dem Sinne, wir können jetzt natürlich ganz gerne einmal hier speichern. Wobei ich kann auf dem anderen Slot, den ich habe, gar nicht viel mehr zeigen, weil meine anderen Partien, die ich laufen habe, wie zum Beispiel über die jetzt im Slot 3. Da sieht das Ganze so aus. Relativ ähnlich. Da habe ich die Taverne auch hier unten gebaut. Wir haben dafür aber hier die Kupfertagebau schon fertig. Haben hier hinten auch nochmal Kohle- und Eisenabbau. Haben hier auch die Schmelzhütte schon stehen. Hier in der Lage ist schon Eisenbahnen herzustellen. Wobei ich glaube, es gibt werkzeugstechnisch noch keinen Unterschied, ob du Kupfer oder Eisen verwendest. Es gibt ja auch keine Haltbarkeit für Werkzeuge, es müssen halt nur Werkzeuge da sein. Hab hier ein bisschen mehr Gebiet schon eingenommen. Naja, ich habe jetzt beim zweiten Mal ein bisschen schöner gebaut, finde ich, auf der Karte. Wenn wir ganz zurückgehen, Slot 2, weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich da gebaut habe. Das war der erste Tag, wo ich zugefahren habe auf die Demo. Ja, da habe ich jetzt Taverne vorne gebaut, da habe ich hier mit Forstgebieten gearbeitet. Wo man sieht, das macht das alles so ein bisschen eng. Taverne einfach hier so dazwischen gequetscht zwischen den ganzen Produktionsgebäuden. Sieht sehr wüst aus. Deshalb immer gut, ein Spiel erstmal vorzuspielen und dann eine Aufnahme dafür zu machen. Damit das alles dann nicht so aussieht wie hier. So richtig Kraut und Rüben. Ja, jedenfalls vielen Dank. Was haltet ihr davon? Schreibt in die Kommentare rein, welche Zukunft ihr dem Spiel wünscht. Ich schwöre darauf, dass die Entwickler auch in dieses Video reinschauen werden. Weil ich ja auch mit der netten Freya, die so viel immer für das Spiel wirbt und arbeitet, sehr gut dafür. Und die ich auch schon von anderen Spielen kenne. Da definitiv das Video rumschicken wird. Und dann natürlich das eine oder andere Kommentar hier auch
feedbacktechnisch aufgenommen wird. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir noch ein bisschen weiter siedeln werden. Ich meinte pangonisieren. Siedeln, was ist das? Wobei das wahrscheinlich ein Allgemeinbegriff ist. Ich darf ihn benutzen. Er passt auch hier.